permanent wird versucht, uns Unliebsamkeiten mit Sprache schmackhaft zu machen. Mal ein Beispiel. Wenn es um Kinderbetreuung geht, dann sagen Politiker gerne, mit unserem Kita-Modell kann die Mutter nebenbei auch noch Karriere machen. Das klingt gut, aber ist das eine angemessene Beschreibung? Ich sage, die meisten Menschen machen keine Karriere. Die meisten Menschen müssen einfach arbeiten. Arbeiten gehen müssen, wird uns als Karriere machen können, untergejubelt. Stellt euch mal vor, die Politiker wären ehrlich. Mit unserem Kita-Modell muss die Mutter nebenbei auch noch arbeiten. Dann würden alle sagen, ihr seid ja wohl bescheuert. Das Land der Dichter ist zu einem Land der nicht ganz Dichten geworden. Jetzt haben wir schon ein Problem mit der Nennung einer Nationalität, wenn es um Verbrechen geht sowieso. Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, wonach bei Straftaten die ethnische Herkunft des Täters nicht erwähnt werden darf, um keine Vorurteile zu schüren. Ja, da unterschätzen die Berichterstatter aber die menschliche Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen. Wenn zum Beispiel in der lokalen Presse steht, ein 39-jähriger Duisburger hat seine Frau und seine beiden Töchter umgebracht, weil ihm deren Lebenswandel nicht gepasst hat, dann wissen Sie, dann weiß ich, ein Schwede wird das nicht gewesen sein. Auch der Name des Täters darf gegebenenfalls nicht mehr erwähnt werden, weil das natürlich Rückschlüsse zulässt auf die Herkunft. Ja. Falls ein Täter zum Beispiel James, Brooklyn oder Maddox heißt, dann ist klar, der kommt aus Sachsen. Nein. Im Grunde darf ja gar nichts mehr erwähnt werden. Kann ja alles zu bösen Verallgemeinerungen führen. Kein Geschlecht, keine Herkunft, keine Hautfarbe, nichts. Demnächst gehen die Leute in eine Apotheke und sagen, warum hängt denn da so ein riesen Smiley-Poster an der Eingangstür? Und die Apothekerin sagt, das ist kein Smiley, das ist ein Phantombild der Polizei. Gut, jetzt ist das Verschweigen bestimmter Merkmale für die Erzielung eines Fahndungserfolges ja nicht gerade förderlich. Obwohl andererseits den Deutschen traue ich alles zu. Kann ja sein, dass demnächst so bei Aktenzeichen XY ein Polizeihauptkommissar sitzt. Meine Damen und Herren, jetzt sind Sie gefragt. Wir suchen einen Menschen. Dann ruft mit Sicherheit ein aufmerksamer Zuschauer an. Hören Sie mal, bei mir nebenan wohnt so einer.